Für den E-Ducato stehen folgende Lademodalitäten und Ladeanschlüsse zur Verfügung. 4 Ladetypen, 3 mit Wechselstrom AC und einer mit Gleichstrom DC. Für Wechselstrom bestehen folgende Möglichkeiten. Standardladung mit 7 Kilowatt, serienmäßig verfügbar für Fahrzeuge mit 3 Batteriemodulen. Schnellladung mit 11 Kilowatt, verfügbar sowohl für Batteriepakete mit 3 als auch mit 5 Modulen, serienmäßig bei 5 Modulen. Schnellladung mit 22 Kilowatt, als optional verfügbar. Schnelle Ladung mit Gleichstrom bis zu 50 Kilowatt, die das Aufladen der Batterien mit 3 Modulen auf 80% in 50 Minuten und der Batterien mit 5 Modulen in 1 Stunde und 25 Minuten ermöglicht. Bitte denken Sie daran, dass die Schnellladung bis zum Erreichen von 80% der Kapazität verfügbar ist. Danach erfolgt der Ladevorgang bis zum Erreichen von 100% langsamer, um die Batterien zu schonen. Die Ladeanschlüsse befinden sich neben der Tür auf der Fahrerseite unter der Klappe, wo am Fahrzeug mit Verbrennungsmotor der Tankdeckel sitzt. Zum Aufladen der Batterie nach dem Parken des Fahrzeugs in der Nähe eine Ladesäule oder Wallbox. Wellhebel auf die Position N stellen. Handbremse betätigen. Fahrzeug ausschalten. Schlüssel abziehen. Ladesäule aktivieren, falls erforderlich. Das an Bord vorhandene Ladekabel zuerst an der Ladesäule bzw. Wallbox einstecken. Ein Kabel für die Schnellladung steht an der Ladestation zur Verfügung. Das Kabel an die Ladesteckdose des Fahrzeugs anschließen. Die Türen des Fahrzeugs mit der Fernbedienung schließen. Der Ladevorgang startet automatisch und wird von den LEDs neben dem Ladeanschluss angezeigt. Weißes Licht bedeutet, dass das Fahrzeug ladebereit ist. Ein grünes Blinken der LED bedeutet, dass das Fahrzeug aufgeladen wird. Ein kontinuierliches Leuchten der grünen LED bedeutet, dass das Fahrzeug vollständig aufgeladen ist. Das Blinken einer blauen LED weist auf eine Programmierung des Ladevorgangs hin. Diese LED schaltet sich nach 2 Minuten aus und 5 Minuten vor Beginn des programmierten Ladevorgangs wieder ein. Eine kontinuierlich leuchtende rote LED weist auf einen Fehler im Ladevorgang hin. Sie leuchtet auch, wenn das Kabel zuerst an das Fahrzeug und nicht an die Ladesäule oder Wallbox angeschlossen wird. Das Steuergerät zeigt den Ladezustand an. Achtung! Wenn der Ladevorgang von der Ladesäule unterbrochen wird, blinken die LED weiß, um darauf hinzuweisen, dass das System kontrolliert wurde und ladebereit ist. Achtung! Wir empfehlen Ihnen, die Hochspannungsbatterie aufzuladen, wenn der Ladezustand unter 20% sinkt und die Außentemperatur niedrig ist. Tipp: Lassen Sie das Fahrzeug periodisch, einmal pro Woche, nach dem Erreichen des Ladezustandes von 100% mindestens 40 Minuten lang an der Ladesäule angeschlossen, um einen optimalen Ausgleich der Batteriepakete zu erzielen. Bei Bedarf erscheint eine Nachricht mit einem entsprechenden Hinweis. Nachdem die Batterie komplett aufgeladen wurde oder um den Vorgang bei Bedarf zu unterbrechen, geht man wie folgt vor. Türen der Fahrerkabine mit der Fernbedienung entriegeln oder die Tür auf der Fahrerseite mit dem Schlüssel öffnen. Wenn der Ladevorgang unterbrochen wird, kann das Kabel vom Fahrzeug, das entriegelt ist, abgezogen werden. Nachdem das Kabel vom Fahrzeug abgezogen wurde, kann es auch von der Ladestation bzw. Wallbox getrennt werden. Sollte sich das Ladekabel beim Öffnen der Türen mit der Fernbedienung oder dem Schlüssel nicht automatisch entriegeln, gibt es 2 Möglichkeiten, um das Kabel zu entfernen. Die erste Möglichkeit besteht darin, in den Wagen zu steigen, den Schlüssel in die Position Key-On zu drehen und dann erneut in die Position Key-Off. Versuchen Sie dann, das Kabel abzuziehen. Für den Fall, dass das Kabel nach diesem Vorgang immer noch blockiert sein sollte, existiert auf Höhe des Ladeanschlusses eine mechanische Entriegelung in der Fahrerkabine neben dem Fahrersitz. Ziehen Sie nach Entfernen der Schutzabdeckung an der Schnur, um das Ladekabel zu entriegeln und dann zu entfernen. Nachdem die Schnur und die Schutzabdeckungen wieder angebracht wurden, kann man mit dem Fahrzeug zu einer neuen Fahrt starten. Gute Reise!